Okay, wo fangen wir an, YouTube? Erstmal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, auf dem sehr regelmäßig und sehr oft Videos kommen, wie ihr mitbekommen habt. Mein letztes Video war vor meinem Urlaub. Ich glaube, ich habe es kein Video gesagt, dass ich in den Urlaub fahre. Und seitdem war ich nochmal im Urlaub. Also so lange ist das her. Und jetzt fragen sich alle, was ist passiert? Wie ihr seht, das Bike fährt noch. Folie, bitte ignorieren. Bitte einfach nicht mehr hinschauen, okay? Ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Von daher, wir spulen ganz weit zurück. Ungefähr, ja, 3-4 Jahre spulen wir zurück. Ein guter Kollege von mir, hier ist sein Profil, der liebe Giorno, dachte sich, er macht auch den Motorradschein, weil ist halt geil hin und her. Dann wollte er erst diesen B196 machen, dann hat er den doch nicht gemacht, weil, hey, ich kann auch gleich den A machen, wenn ich ein Jahr warte. Er war auf der E-Mod, glaube ich, heißt die Messe. Und dort hat er eine Z500 gesehen mit irgendwie Messepreis. Ich weiß auch nicht, wie viel sie gekostet hat, aber war echt ein super Angebot. Dachte er sich, komm, schnapp ich gleich zu, Bike geholt. Brandneu aus Japan, wirklich ein gutes Ding. Für den Anfang. Man kann immer sagen, ja, warum denn nicht 650, wenn du eh schon A hast, warum 500er, aber ich glaube, der Preisunterschied war wirklich krass zwischen der 650 und der 500er, deswegen hat sich eine 500er geholt, ist auch nicht weiter wichtig für die Story. Und dann langsam kam so die Zeit, wo ich mir dachte, hey, Dude, wo ist dein Bike so? Du musst es doch langsam mal haben. Dann sagt er mir einfach, und no joke, das glaubt ihm, glaube ich, keiner. Ich glaube es ihm auch nicht wirklich, aber es ist so, wie es ist. Das Bike war auf einem Containerschiff auf dem Weg zu uns und das wurde dann irgendwo bei Somalia einfach von Piraten ausgeraubt. Und einer der wenigen Container, den die Jungs geklaut haben, war der, wo die Z500 von dem Typen drin war. Das kannst du dir auch nicht vorstellen, der. Das gibt's nicht. Und ich habe schon gesehen, eher ein bisschen down so, ja, hier vor allem geiles Wetter wäre angesagt gewesen, Digga, endlich fahren und dann muss er nochmal irgendwie 2-3 Monate warten, bis ein neues Bike für ihn gebaut wird. Und was habe ich mir gedacht, ich als der alte Ehrenhabub, ich bin eh jetzt 3 Wochen im Urlaub, Bro, willst du die Gixxer fahren? By the way, das hört er jetzt auch zum ersten Mal, ich habe nicht gedacht, dass er zustimmen wird. Ich dachte, er wird sagen, nee, die Gixxer ist zu groß. Ich habe es ihm halt auch noch schön geredet, ich so, hier hast du diesen Mode-Knopf, wie ihr seht. Jetzt bin ich Mode A ist Attacke, Mode B ist komplett und Mode C ist Komfort, würde ich sagen. Also hier zieht sie auch nicht mehr so gut. Genau, habe ich mir auch erklärt, yo, wenn du einfach in Mode C rumfährst, da passiert gar nichts. Wirklich nicht. Du kannst keinen Scheiß damit bauen. Außer du provozierst es natürlich brutal krass, aber es kann nichts aus Versehen passieren. Das geht einfach nicht. Ja, okay, hört sich super an. Komm, hole ich mir das Bike mal. Dann kommt er am Abend vorbei, ich erkläre ihm alles, ein paar Faxen, die das Bike macht, habe ich ihm erklärt, worauf er aufpassen muss, etc. Okay, gut. So, ich gebe ihm das Bike mit und er sagt mir noch, Bro, mach dir keine Sorgen, du kriegst das Bike so zurück, wie du es mir jetzt gegeben hast. Und ich habe ihm gesagt, boah, einfach hab Spaß damit und ja, du hast ja einen Führerschein, du kannst das ja. Wir haben den nächsten Tag. 8 Uhr morgens. Ich bin auf irgendeiner Raststätte in Österreich, bin gerade am Pissen und ich sehe, mein Handy klingelt. Und meine erste Reaktion war, Bro, wer ruft mich um die Uhrzeit an? Wer f***t mich jetzt schon wieder ab, Mann? Alle wissen, dass ich im Urlaub bin, dass sie mich nicht anrufen sollen. Ich schaue aufs Handy, ich sehe einfach, John ruft an. Meine erste Reaktion war, Bro, bitte lass nichts Großes passiert sein. Lass einfach, weiß ich nicht, Akku ist leer. Er kriegt das Bike nicht an. Irgendwie sowas. Dann gehe ich ran und ich höre folgende Nachricht. Yo, Bro, willst du erst die gute oder die schlechte Nachricht hören? Und ja, geil war das nicht. Aber ich dachte mir auf der einen Seite, es gibt auch eine gute Nachricht. Und die wollte ich als erstes hören. Also habe ich gesagt, sag mir die gute Nachricht und er sagt mir direkt, ich bin nicht schuld. Jackpot. Mein nächster Gedanke war, welches Bike hole ich mir? Ein bisschen mobile geschaut, natürlich erstmal. Ja, hier Kontaktdaten von der lieben, weiß ich nicht, nennen wir sie Hannelore. So, ich habe jetzt einen Namen gewählt, damit ihr ungefähr am Namen erraten könnt, um welche Altersgruppe es sich dabei handelt. So, das ist die Altersgruppe, wo es kritisch ist, warum man da noch einen Führerschein hat, aber ist ein anderes Thema. Ja, was ist passiert, Digga? Er hat das Bike, by the way, ich glaube 12 Stunden gefahren. 12 Stunden konnte er fahren. Er hat gesagt, er hat einmal ein bisschen Gas gegeben und war komplett geflasht. Ja, also was passiert? Er wollte in der Früh zur Arbeit fahren, Digga. Er fährt raus aus der Tiefgarage, vor ihm Hannelore, in ihrem Babawagen. Dachte sich, ich lege jetzt einfach mal einen Rückwärtsgang rein und fahr los. Und der liebe Giorno,
hupt natürlich und gibt Vollgas, dass sie ihn hört. Das Problem ist, er hat nicht damit gerechnet, dass Hannelore das letzte Mal vor 13 Jahren richtig gehört hat und ihn deswegen nicht gehört hat. Ganz zu schweigen davon, dass sie ihn nicht gesehen hat, weil, Bro, ich habe die Brillengläser gesehen. Und ja, fährt halt das komplette Bike nieder. Da Anruf hin und her, ich habe Versicherung am Klären, er mit Gutachter am Klären, dass er sich das anschaut, Bike startet nicht mehr, was ja normal ist. Man muss sagen, bei mir nicht mein erstes Rodeo, das ein Bike umfällt. Ich weiß, Benzinpumpe saugt dann vielleicht Luft an und dann startet das Bike eine Zeit lang nicht. Einfach paar Mal hochorgeln und dann geht das wieder. Habe ich ihm auch so gesagt, er so, nee, Bro, geht nicht. Okay, passt, fahr einfach runter in die Tiefgarage, hol dein Gutachter. Ich habe jetzt Urlaub, ich habe gar keine Nerven, mich damit auseinanderzusetzen. Gutachter kommt, die bekommen das Bike an, indem sie es anschieben. Also es geht immer noch nicht normal an. Dann kriegen sie es an, nach einer Minute fängt das Bike an zu rauchen. Oh, Bruder, bitte nicht, Mann. Bro, ich habe anfangs nur Spaß gemacht, dass ich mir ein neues Bike holen will. Digga, jetzt muss ich wirklich nach was Neuem suchen. Ich kläre das, wenn ich wieder da bin. Ich komme an, Digga. Werkstatt, könnt ihr das Bike abschleppen lassen, weil es raucht irgendwie, wenn man es startet. Ja, machen wir natürlich, dauert aber, weil wir haben jetzt viele Autos. Wir haben viele Motorräder. Ja, passt, okay, gut. Viele Motorräder und dauert ein bisschen, heißt, das hat knapp 2 Wochen gebraucht, bis sie das Bike überhaupt abgeschleppt haben und dann nochmal 2 Wochen, bis sich jemand entschieden hat, es sich anzuschauen. Ja, dann werde ich nach knapp einem Monat angerufen und der Typ sagt mir einfach im Telefon, da ist nichts. Das Bike startet normal, es bremst normal, der Motor hält sich absolut normal an. Das ist ein 1A-Bike, als ob nie was passiert wäre. Auch so vom Aussehen her, Bro, da ist gar nichts. Nichts ist an diesem Bike passiert. Also am Ende, Digga, ich bin 3 Wochen Urlaub, dann habe ich noch mal 1,5 Monate mit der Werkstatt. Ich bin irgendwie 2,5 Monate nicht Bike gefahren. Weil Hannelore, Amanakoyum, einfach, weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht, Junge. Hannelore, bitte. Bisschen Konzentration beim nächsten Mal. Aber ja, deswegen sind sehr lange keine Videos gekommen, weil ich halt einfach kein Bike hatte zum Fahren. Dann hatte ich nicht so Bock. Dann wisst ihr ja, Deutschlandwetter so. Das war diese Zeit, wo es, ich glaube, 3 Wochen durchgeregnet hat, wo du auch nicht fahren konntest. Dann bin ich am Abend, sind wir ab und zu halt ein paar Runden gefahren, aber da hatte ich kein Mikro angeschlossen. Ich hatte keine Lust, das zu verlegen, hin und her. Deswegen kam sehr, sehr, sehr lang nichts. Jetzt ist schönes Wetter. Ich habe endlich mal wieder Zeit, auch mit Arbeit, Bruder. Ach, frag nicht, Digga, Stress ohne Ende, wie immer. Das ist ja aufs Neue hoch, jeder ist im Sommer im Urlaub, wir haben kein Personal. Ja gut, das ist seit, glaube ich, 5 Jahren so, dass jeder im Sommer im Urlaub ist, wir kein Personal haben und nächstes Jahr wird es genauso sein. Ist nicht dieser XM? Also so sieht der schon echt okay aus, Mann. Also ja, dass keine Videos kommen, dafür könnt ihr euch entweder bei dem Kollegen bedanken oder, wenn man es ganz korrekt sieht, bei einem von den Kollegen hier. By the way, ganz kurz nochmal, Gruß an die somalischen Piraten geht auch raus. Viel Spaß mit der Z500. Komm mit wieder aktiver Videos. Ich habe keinen Plan. Wenn ich Bock habe, ja. Wenn ich keinen Bock habe, dann halt nicht. Eigentlich war geplant, dass ich mit Giorno ein bisschen zusammen rumfahre. Ich denke mal, ihr, jeder, der sich da ein bisschen auskennt, einen Xena mit einer GoPro zu verbinden. Nee, Digga. Ich schreie ja schon, wenn ich das Kabel für das Mikro verlegen muss. Bruder, gar keinen Bock drauf. Aber irgendwie, man kann es wohl mit dem Redport geht das einfach, da muss man nur das mithaben. Das Problem am Redport ist, du brauchst die neueste GoPro dafür. Plus das Redport, das sind mal 500 Euro oder so. Ja, aktuell bin ich nicht so der Fan davon, 500 Euro dafür auszugeben, bin ich euch ehrlich. Die andere Option kostet, glaube ich, mit allen Kabeln ein Fuffi, wenn es hochkommt. Ist halt aber auch, ja, Kabelsalat danach. Aber ja, das Video ist wahrscheinlich eh viel, viel zu lang schon geworden, weil ich richtig viel erzählen musste. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, bla 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 bla. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann wisst ihr auch Bescheid. Es juckt kein... Es juckt mich nicht. Schreibt in die Kommentare, dass es euch nicht gefallen hat, weil dein Algorithmus ein bisschen gepusht wird. Gebt auch Dislikes. Schickt das auch an alle eure Freunde weiter und sagt ihnen, dass sie auch disliken sollen. Ich küsse eure Herzen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Und bis dahin. Jalla.